So, heute habe ich eine Idee, und zwar häkeln wir aus Dosenöffnern, hier das sind Verschlüsse von Dosen, die ich gesammelt habe, eine Blume. Da braucht ihr Nadelstärke 2 oder 1 oder 1,75 mm, dann zwei verschiedene Farben Wolle, nicht zu dicke Wolle und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Öffnungen von den Dosen. Hier sind immer noch so kleine Metalle dran, die wir abmachen. Bei den anderen habe ich das schon gemacht. Die Verschlüsse müssen alle gleich sein. Und dann können wir auch schon anfangen, die zu behäkeln. Es wird dann so in die Mitte ein Stück gehäkelt und dann noch einmal drumherum. Ich fange mit der Mitte an, mit der lilanen Farbe. Mache eine Schlaufe, halte sie fest. Mache eine Masche, eine Luftmasche und dann mache ich feste Maschen. Zwei, drei, hier kann man das ein bisschen zusammenziehen, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Dann verbinden mit einer Kettmasche. So, und dann häkeln wir weiter mit einer Luftmasche und machen je eine feste Masche. Dann mit einer Kettmasche wieder zum Schluss verbinden. Dann könnt ihr ausmessen, wie das so in die Mitte passt. Müssen wir noch eine Reihe häkeln. Eine Luftmasche, dann feste Maschen und dann in eine Masche zwei feste Maschen und dann wieder eine feste Masche. Dann wieder zwei in eine Masche. Dann eine feste Masche. Dann wieder zwei in eine. Dann eine. Wieder zwei. Dann eine. Wieder zwei feste Maschen in eine Masche. Und dann eine. Zwei feste Maschen in eine, und dann wieder eine und dann die Seite mit einer Kettmasche verbinden. So, nun können wir anfangen, die Verschlüsse zu nehmen. Wir nehmen hier das schmalere Bereich, hier ist es etwas breiter. Lassen den Faden hinter dem Verschluss ziehen, dadurch unsere Schlaufe und machen eine Luftmasche und ziehen den Faden von unten nochmal hoch. Also, jetzt legen wir die so aufeinander.
gehen durch die Masche durch und durch den Verschluss, ziehen uns den Faden durch, beide, und machen eine feste Masche. Einmal eins, dann zwei und drei. So, so sieht das dann aus. Dann machen wir die nächsten. Machen wir eine feste Masche dazwischen und holen uns den nächsten Verschluss. Klappen ihn so nach hinten und gehen durch unsere Masche durch und durch den Verschluss, holen uns den Faden durch den Verschluss und durch die Masche ziehen. Gar nicht so einfach. So. Und häkeln eine Kettmasche. Das machen wir jetzt immer viermal. Eins, zwei, drei, vier. Haben wir schon mal zwei dran. Dazwischen machen wir noch mal eine Kettmasche. Holen uns das nächste. Wieder einmal so nach hinten. Falten sozusagen. Dann durch die Masche durch. Und durch den Verschluss. Und Faden durchziehen, Schlaufe holen und Kettmasche. Und eine Kettmasche. So, haben wir schon mal drei dran. Dann nehmen wir den nächsten. Und eine feste Masche nochmal. Jetzt haben wir vier Stück. Sechs haben jetzt gar nicht gepasst. Jetzt machen wir einmal eine Kettmasche. Eigentlich passen immer sechs. Wir hätten noch eine Reihe häkeln müssen, anscheinend. Dann machen wir das jetzt nur mit Vieren. So, Faden dann verarbeiten nach hinten. Und jetzt verbinden wir diese Seiten. Nehmen den nächste Wolle, die nächste Woche Wolle und fangen an von hier. Von dieser Öffnung eine Schlaufe zu ziehen, um den Verschluss sozusagen verhäkeln. Dann machen wir hier noch mal einen Knoten, damit wir den Faden nicht verlieren. So, dann machen wir feste Maschen. Muss vorsichtig sein, die Verschlüsse sind ein wenig scharf an der Rückseite. Eine feste Masche. Mal gucken, wie viel passen mit der Wolle. Das ist euch überlassen. Eins, zwei,
2, 3, 4. Einfach den Faden immer holen und durchziehen und eine feste Masche häkeln. 5, 6, 7, 8, 9, 10 haben gepasst. So, habt ihr das so im Häkeln? Jetzt verbinden wir das mit der nächsten und dann macht ihr dann 1, 2, 3 Luftmaschen und geht rüber zum nächsten Verschluss und häkelt da eure festen Maschen weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, wieder 3 Luftmaschen. 1, 2, 3 und rüber. Sieben, acht, neun, zehn. 1, 2, 3 Luftmaschen. Nächste rüber. 1, 2, also immer mit 10 festen Maschen behäkeln. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und wieder 1, 2, 3 und zum Schluss gegenüber verbinden und Faden abschneiden. Und hinten dann nochmal verarbeiten. So, dann habt ihr eigentlich das soweit fertig. Und damit könnt ihr zum Beispiel Untersetzer machen für den Tisch oder Topfuntersetzer und die Motive auch dann so verbinden miteinander. Eine Idee mit Dosenöffnern sozusagen.